Schon wieder haben wir heute den Grilli da, ihr Lieben. Und jetzt schaut's her. Heute machen wir faschierte Bällchen Jawohl. im Polentamantel und was es sonst noch alles dazu und drumherum gibt. Lieber Grilli, das wirst du den Leuten jetzt erklären gleich. Ganz genau so ist es. Also schnelle, einfache Küche. Wir schauen wieder, dass wir alles so viel wie möglich aus einem Multidampfgas, aus einem Gerät rausbringen, damit wir einfach Zeit haben für andere Sachen oder auch einmal die Überwachung ans Gerät abgeben. Schnelle Küche zwischendurch. Und zwar, wir fangen gleich an, damit man sieht, wie einfach das eigentlich funktioniert. Und zwar gibt es da jetzt also ein Kichererbsen-Topinambur-Ragout, und man kann es ja mit Süßkartoffeln oder Kartoffeln machen, was man jetzt ein bisschen daheim hat. Aber der Grund oder der Sinn dahinter ist, dass man sieht, wie funktioniert es. Kochen am Herd ist natürlich Kochen, wo man nebenstellt und immer rührt und tut und macht und co. Man kann was anschwitzen. Zeitaufwendig. Zeitaufwendig. Die Frage ist, ist es so viel besser oder nicht? Kann man nicht streiten. Sicher schmeckt es besser, wenn ich zum Beispiel Risotto rühre oder wenn ich bei so einem Ragout das Gemüse leicht anschwitze. Das könnte man natürlich machen, dass wir zum Herd gehen und das anschwitzen. Aber es kommt ja eh alles zusammen. Die Kichererbsen sind ja vorgedämpft, die Topinambur, die kochen oder dünsten ja auch gleich einmal fertig. Das heißt, die kommen jetzt auch da ins Topferlein. Die hast du heute wunderschön zusammengeschnitten. Die sind, also die sind außerdem aus meinem Hochbeet, ja bitte. Schaut da schon her. Da haben wir noch Karotten drinnen. Genau, Karotten, Gemüse, aber Schalotten. Schalotten. Ganz normal. Das könnte man jetzt gleich einmal hineinstellen, bräunen, anschwitzen. Das einfach rein. Könnte man machen, aber ich mache das halt ganz einfach und ganz schnell. Mhm. Das heißt, ich gebe da gleich ein bisschen Gemüse vor dazu. So, dann haben wir heute ja schon eingekocht. Einfach gedämpft quasi. Das Gemüse, Wasser. Schön dämpfen. Schau mal, Schatz. Ja, ja, der ist auch schon da. Chef ist auch da. Chef ist da. So, und jetzt gehst du wieder Platz. Das immer. Dann, damit er nicht den Geschmack reinkommt, so, so ne? Ein Schluckerl. Ein Schluckerl, das ist ein Schluckerl. Maximal ein halber Liter, mehr ist das nicht. Ein Viertel Liter umeinander, plus, minus. Also halb Fond, halb Schlucker was. Okay. Das ist das ganz cremig. Aha. Also halb. Halb Fond, halb Schlucker. Halb Fond, okay. Genau. Also man könnte den Fond weglassen, nur Schlucker was nehmen und Creme Fraiche dazu. Und zum Schluss mit Mascarpone aufrühren, dann ist es richtig gut. Aber das ist halt so, das haben wir viel gefreut sich nicht drüber, wobei es ist eh gerade kalt. Es ist also von dem her. Erstens mal, wir kochen im Winter und wir haben den Vorteil, dass sich bei uns nichts anlegt. Ja. Andere werden dick und unansehnlich, wir bleiben ja sportlich. So, ein paar Gewürze dazu. Jetzt könnte man das natürlich jetzt einfach so hineinstellen. Allerdings, wir haben da 210 Grad eingestellt. Feuchtgarn Nied- oder Intervalldampf, das heißt 25% Duftfeuchtigkeit und aufbaut das Ganze auf Heißluft. Jetzt rühren wir das ein bisschen durch, und wir schwenken das, damit man das aber nicht zu dunkel wird oder vielleicht verbrennt durch die Feuchtigkeit, decke das einfach ab. Durchrühren das es nicht mehr. Das rühren wir nachher durch, das kann jetzt eh sämig einkochen, durch die Kochbewegung passiert ja sowieso was drinnen. Ja. Und jetzt stellen wir das einfach einmal hinein. Das Türe auf, ich habe immer gern vorgeheizt, so, geht natürlich auch im Kaltstart, allerdings dauert das Ganze halt länger. Zack, Türe zu. Na. Also 210 Grad. Feuchtgarn nieder. Feuchtgarn nieder. Mit 210 Grad Feuchtgarn nieder macht der Grilli sehr vieles. Sogar Gin Tonic, glaube ich, macht er mit Feuchtgarn nieder. Das ist deine Lieblings. Ja, aber allerdings nur bei maximal 6 bis 8 Grad. So, Grilli, was haben wir jetzt? Jetzt muss man Fleischbällchen. Okay. Also das Ragout kann da drinnen jetzt einmal 25-30 Minuten einkochen, je nachdem wie weich oder wie bissfest man was haben will. Okay. Man kann natürlich zwischendurch immer die Türe aufmachen, den Deckel runter, reinschauen, also genau wie am Herd. Da passiert ja nichts, ich kann ihn immer wieder aufmachen. Das ist ja, deswegen ist die Türe da. Okay, dafür ist die Türe da. Ja, aufmachen, reinschauen, überwachen halt. Haben wir wieder was Wichtiges gelernt. Aber das Wichtigste ist für mich eigentlich zum Kochen, da drin ist die Temperatur überwacht. Ja, genau. Am Herd, es kocht zu viel, es kocht zu wenig. Es kocht zu wenig. Das ist die Problematik. Ja, genau. Einmal raufdrehen, runterdrehen. Genau. Ja, ich muss immer nebenstehen schauen. Suppe zum Beispiel, die kann man super dämpfen, also so Nebeninfos. Mhm. Und beim Backen oder bei den verschiedenen Laberl, oder wir machen halt heute Bällchen im Polentamantel, ist es ja genau dasselbe. Ich muss nebenstehen, ich muss das in der Pfanne drehen und wenden. Da drin kommt die Hitze von allen Seiten. Das heißt, wir machen jetzt einfach das Faschierte zusammen. Wir könnten den Zwiebel anschwitzen. Schmeckt natürlich wahrscheinlich besser, ja. Wir schneiden drüber, aber ich bin so also ein kochfauler Mensch, das ist mit der Nähe so dazu eine. Dann vielleicht so ein erbsengroßes Stück Senf. Ja. Besseres Erbsen habe ich halt. Ja, ja. Ein Ei dazu. Genau, ein Ei, auch wieder so eine kleine Prise Salz. So, verschiert es, vertragt schon ein bisschen was. Ja. Dann haben wir da
Pasta und Pizzagewürz, ein bisschen mediterran das Ganze. Franz Stolz, ja? Der Franz ist immer mit dabei. Es ist unglaublich. Der Franz, der ist immer irgendwo im Hintergrund mit dabei. So, wer macht hier die Hintricke? Du. Okay, ich nehme einen Löffel. Hast du das gesehen? Der hätte jetzt wollen, dass wir da hinein. Wir müssen keine greifen, weil wir müssen es quasi noch ein bisschen wenden. Manche dann vielleicht Sauerrahm dazu oder vielleicht eingeweichtes Brot. Ist nicht möglich, ich habe ein bisschen frischen Thymian gehackt. Dann machen wir extra die Mühe und vergiss es vielleicht. Das wollen wir nicht. So, ne? Hier durch gerade. Perfekt. Jetzt muss ich immer daheim schnell gehen. Aber da haben wir keine Zeit. Ich koche gern daheim 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden oft oder 2 Tage. Ja, aber das ist aber in der Vorbereitung. Jeden Tag. Nein, genau. Ist das einfach zu viel. Die Zeit habe ich nicht. Ich komme heim nach der Arbeit, habe da vielleicht 30, 40 Minuten Zeit, wo ich schon was mache. So habe ich das verschirrt, das rühre zusammen. Das Ragout kocht da drinnen schon. Und wenn die Bällchen drin sind, dann können wir sie in der Zwischenzeit in die Badewanne hauen. Das finde ich ja schön. Eine Flasche Prosecco. Geht auch. In einer halben Stunde gehen sie 3 Flaschen aus. Schatz, hast du das? Ja, aber locker. Hast du das vorbereitet alles? Ja. Wenn man zu zweit ist, braucht man schon 6 Flaschen. Da muss man schon überlegen, ob man nicht einen Kühlschrank in die Badewanne in den Spot tut. So, also das ist jetzt einmal so schön sämig zusammengerührt. So. Schatz, hast du gewusst, dass der Grilli Kochbücher schreibt? Nein. Wirklich? Warum? Kennst du seine Kochbücher gar nicht? Ich warte ja, schon sehnsuchtsvoll darauf. Seit 2 Jahren Weihnachten. Ne? Das ist mein Wunderbund, gell? Ja. Das ist Kryptonit zu mir. Dankeschön. Ja, ja. So, dafür wirst du da dein Bällchen. Das muss der jetzt sein. Du wirst jetzt da dein Bällchen. Ja, nehmen. Wie groß ist das denn? Ja, die Größe. Nein, darfst du nicht besser machen. Also, jetzt ist natürlich die Frage, ja, Bällchen Zeit, oder Bälle, ja? Wie viel Zeit habe ich? Ja, genau. Jetzt schon so richtig schöne runde Bällchen. Mhm. Die drehen wir jetzt da in den Volente ab, damit es halt rundherum schön auf ist. Jetzt gibt es ein bisschen eine Kruste dann, man kann ja Bröseln auch nehmen und was. Und wenn er sagt, ein Bällchen mag ich nicht, ich kann es ja flach drücken, dann sind es halt Leibchen. Aber wir haben gesagt, wir machen Bällchen. Sollte rund werden. Wie Polpetti. Ja, Polpetti wäre so die italienische Variante. So, schauen wir uns die Gleichmäßigung an. Ja, super. Aber siehst du, wie rund meines ist? Was hast du da gemacht, bitte, Gorsche? So. Ja, stimmt, warte, das muss ich nur nachschleifen. Deine schaut aus wie gekauft. Ja, das ist ein Handwerk mit dabei gewesen. Und ich glaube, du hast ein bisschen ein fester Stück da gestellt, ja, aber ja, nicht so viel Eindruck. Nein, ja, warte, ich mache dir das zweite auch gleich. Ja. Ja, bitte, das gibt's nicht. Schau her, wie denn seine Bällchen zusammenfallen, das ist ja unglaublich. Schatzl, den Wettbewerb, den gewinnen wir haushoch, die Hofers. Das ist ja furchtbar, was der da macht. Schau dir das an. Schau dir mal diese Performance. Schau her, was der. Das ist ja der, jeder Lehrling. Ist da besser. Das gibt's ja nicht. Ja, bei mir Schnellstern kämpfen wir ja heute nicht, oder? Nein. Schon? Oh ja, schon. Nein, heute kämpfen wir gar nichts, lieber Grilli. Mich froh, dass du. Sag schon her. Zu uns noch. Parzell gekommen bist, um uns zu bekochen. Und so tolle Sachen auch noch. Normalerweise, Grilli, so ehrlich muss man sein, gell? Zum Schleifen ist natürlich ein bisschen Wasser auf der Hand ja, eigentlich aber gut, gell? Schau, die Runden sind von mir und die anderen von dir. Ich verstehe. Aber ja. Er hat Opera Eder oder gemacht. Also ich habe schöne Bällchen gemacht, ich kenne die Figuren gar nicht. Können wir Abstimmung machen. Genau, wer die schöner gemacht hat. Oder wer die besser gemacht hat, das ist nämlich die Frage, gell? Meine natürlich. So, ja, logisch. Jetzt brauchen wir natürlich, damit das Ganze gebraten wird oder gebacken, ein bisschen Fett dazu. In dem Fall nehmen wir mal wieder Rapsöl oder Butterschmalz, was das Herz begehrt. Kann ich genauso einpinseln. Einpinseln, eindunken. Und es wäre möglich, dass ich sage, ich nehme gleich sehr ölige Hände, roll das ab. Genau. Wäre möglich. Oder ich sprühe halt da jetzt quasi wieder, oder schön, so rundherum. Anfangs hatte ich da immer Angst, dass ich, wenn ich das so einsprühe, dann die Panade quasi wieder runterrinnt. Ja. Das ist aber, heute weiß ich, dass das ja nicht passiert. Das biegt alles gut. Gut, das haben wir ein bisschen bewegt und ich sehe unten im Öl, das ist ja auch mit drinnen. Meine Rollen so schön, gell? Ja, ich habe noch nachgefahren. Komm mal zum Kamm. So, jetzt noch. 20 Minuten bei 210 Grad, dann kriegen die außen schöne Farbe und Kruste. Durch die Feuchtigkeit bleiben die auch wieder schöner saftig und dann ist unser Menü schon wieder fertig. Bitte. Da haben wir, ja genau, Wahnsinn. Ragout dazu. Schön gekocht. Wahnsinn.
So schnell geht das gar nicht. Das war jetzt. So, also Türe auf. Egal in welcher Ebene ich das gebe, das heißt, oben, unten, das Klima wird im ganzen Garraum drinnen schön gleichmäßig zirkuliert oder zirkuliert schon gleichmäßig. Das waren jetzt keine 15 Minuten. Ja, Türe zu. Hammer. Da bist du Apfel dort. Können wir sie einen kleinen Wecker richten. Wem es zu hell wird, der kann nicht mit der Temperatur nach oben gehen. Wer sagt, es ist mir zu dunkel, der senkt einfach die Temperatur nach oben. Dans le dunkel, c'est bon monkey. Darf man nicht vergessen. Ganz wichtig in der Küche. Perfekt. Und beim Anrichten sehen wir sie gleich wieder. Grilli, mein Lieber, jetzt ist es soweit. Unsere Fleischbällchen werden gleich fertig sein. Der Sven ist auch schon da. Alle sind aufgeregt. Und jetzt sind wir gespannt, was wir da jetzt machen. Ich sehe, du hast da einen Mögmachtel sogar. Ja, gekriegt. Der Timer läuft ab. Jetzt. Es ist schon wieder alles gekocht. Wir haben, ohne zum Tun wirklich viel, fertig gekocht. Das heißt, ich habe jetzt vom Multidampfgarer mein Ragout raus. Genau. Eventuell muss ich das nachbinden, darum habe ich mir einen Mögmachtel daher gekriegt. Das koche ich einfach nur kurz auf. Und die Bällchen, die schauen wir uns gleich mal als erstes an. Das ist spannend, ja. Na, hör mal. Ja, meine sind rund geblieben, schau. Mhm. Ja, meine sind noch schöner rund geworden durch die Thermik. Also die sind jetzt wunderschön, auch unten gebräunt. Wenn ich Leibchen hätte, wären die oben und unten gleichmäßig und könnte die flach drucken oder jetzt einfach so da einmal beiseite stellen. Perfekt. So, die bleiben ganz kurz heiß da drauf. Jetzt kommt noch das Ragout. Das heißt, so, hinter mir wieder die Tür zu. Die stellen wir jetzt einmal ganz kurz da auf dem Herd. So, jetzt schauen wir da mal nach, wie das Ganze jetzt ausschaut. Ja, manche werden es vielleicht ein bisschen sämiger haben. Dazu geben wir es jetzt einfach am Herd, darum haben wir es ja in einem Topf drinnen. Ja. Und jetzt binde ich das einfach mit einem ganz klassischen Mögmachtel oder manche nehmen vielleicht ein Mäzener, Tapioca-Mehl oder was auch immer zum Nachbinden. Sie sehen, das ist heiß, das kocht eh sofort. Und jetzt dann einfach vorsichtig binden wir das Ragout nach. Heißer Fond, kalter Fond haben wir gelernt, gell? Kalter Fond, heißer Fond. Mir war jetzt zu viel kalt und zu viel heiß drin. Was war das? Haben Sie uns das gelernt? In der Brücke. Also Mehlschwitze und Co. Ja, genau. Ja. Heißer Fond, kalter Fond. So, ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt so. Aber das hat eine wunderschöne Konsistenz. Das ist jetzt eine Konsistenz, die ja perfekt ist. Ich denke, das passt. Also so richtig Pop-Sauce würde ich nicht unbedingt machen, wie man es früher gehabt hat. Genau, kurze. Sondern einfach kurz zwei, drei Löffel rein. Ja, genau, zwei, drei Löffel. So Mögmachtel mache ich halb Mehl, halb Wasser rein, da warte ich aufs Essen. Halb Mehl, halb Machtel. Da könnte man dann ein paar Kräuter hineingeben oder das einfach nur ein bisschen nachschmecken. Okay. Warte, muss ich mal einen Löffel. Ein Fingertest. Bitte warte. Ein Fingertest. Bitte warte noch, damit wir das wissen. Also Kichererbsen mit Topinambur, ein bisschen Gemüse. Aus Parzell, Topinambur aus Parzell. Ja, aufpassen, das ist heiß, gell? Was für? Ich verlasse mich jetzt auf die. Nein, so fein. Perfekt. Ja, mein Kamera aus. Wir haben ja nicht vergessen, die Bällchen sind auch gewürzt. So, das ist ein ganz mildes Ragout. Topinambur, das ist mein eigener Garten, schmeckt es immer nur besser. Schaut das her. Wahnsinn. So, einmal da super auf den Teller gekleckert. Das macht nichts. Dann machen wir jetzt mit kleinen Portionen. Wir setzen da jetzt zwei so kleine Bällchen auf und noch ein kleines Nymphendressel dazu. Schon her. Und wir haben da einfach jetzt angerichtet. Fertig. Und das Ganze ohne eigentlich Aufwand zu betreiben. Ne? Das schaut das an. Wieso seitlich noch? Bitte. Und jetzt bitte bringen unseren King ganz groß ins Bild. Lieber Grilli, herzlichen Dank, dass du jetzt auch noch diese Bällchen gekocht hast. Ganz eine tolle Sache. Ihr Lieben, Kugel hast. Bällchen, Kugel, Knädel, Polpetti. Wie man sieht, ganz genau so wie es ist. So wie man halt im Potzö sagt dazu. Im Mühviertel, wir sind ja alle mit. Wir sind im Mühviertel. Ja, genau so ist es. Ihr Lieben, Gerry kocht das Beste ganz einfach, auch wenn oder gerade wenn Grilli kocht. Kocht es nach, lasst es euch schmecken, das Rezept. Grilli, du schickst mir die Rezeptur und wir geben das auf die Homepage und in Zukunft wird nur mehr der Grilli kochen, weil dann brauchen wir nur daneben hinsetzen und hinterher gescheiter herrennen. Lasst es euch schmecken. Gutes Gelingen.